Jetzt können wir auch wieder zu diesem Stadtstand. Ich habe ehrlich gesagt, habe ich ja gedacht, wir machen uns die ganze Zeit nur lustig über das Scheißspiel, aber ich finde es jetzt sau interessant. Ich habe ihr im Moment nichts zu sagen. Das ist echt cool. Imorgs. Imorgs, ja. Imorgs. Ich habe halt noch nie so ein FMV-Adventure komplett durchgespielt oder so. Es ist halt, im Deutschen ist das halt schön blöd irgendwie, blöd, ja. Weil mit dem Bayerisch und mit dem Hochdeutsch und so. Müssen wir zum Rathaus, ja? Oder nee, mit dem, nee, wir müssen hier hin. Mit dem Alten reden. Ja, das ist doch das Rathaus, ja, oder? Ja. Hallo nochmal. Na? Brauchen Sie noch etwas? Erinnern Sie sich an den Werwolf-Prozess, nachdem ich gefragt habe? Ich habe ein Datum. April 1750. Sehr gut. Sehen wir nach. Kann da echt jeder kommen? Ja, einfach so. Datenschutz war da noch nicht so. Ach so. Ich habe als Junge von diesem Fall gehört. Aber ich habe die Sache immer für ein Märchen gehalten. Habe nie daran gedacht, im Archiv zu suchen. Sehr gute Idee. Was wollen Sie wissen? Warum brachte man den Wolf nach Rittersberg? Ich weiß, der Schattenjäger lebte hier, aber warum ist er nicht... Tötet er ihn nicht, wo ihn fand? Weiß nicht. Sehen wir nach. Ist der geil. Ah, ja. Sie wollten wissen, welcher Mann es war. Wer es war. Sie brachten ihn her, damit er sich verwandeln konnte? Ja, genau. Was passierte mit dem angeblichen Werwolf? Jetzt muss er jedes Mal gucken, ne? Ja, was sagt das da? Er wurde 2 Tage verhört. Er gestand seine Schuld. Der Prozess wurde ihm am 3. Tag gemacht. Und er wurde zum Tod durch 4 Teilen und zum Scheiterhaufen verurteilt. Er bekam die letzte Mahlzeit. Er bat einen Beichtvater zu sehen. Er starb am Morgen des folgenden Tages. Die haben ihm die Gelenke ausgerissen und ihn verbrannt? Das war das Mittelalter. Die Menschen waren sehr, sehr gründlich. Gründlich nennt er das, ja. Die haben es gescheit gemacht. Na. Wo war der Werwolf eingesperrt, als er hier gefangen war? Im Verlies. Im Keller des Rathauses ist eins. Wir verwenden es natürlich nicht mehr. Schon seit vielen, vielen Jahren. Und? Verwandelte er sich? Hier steht es drin. Man hat einen Wolf in die Zelle gesperrt. Am nächsten Tag war ein Mann drin. Ein Tagelöhner aus der Stadt erkannte in ihm Baron Klaus von Rallig aus Alfing. Der war rallisch. Warum wollte man herausfinden, wer der Werwolf war? Ja, ich könnte mir vorstellen... Es kann ja auch nur ein Beta-Wolf gewesen sein, ne? Hier steht, dass eine Gruppe von Städtern in die Stadt des Werwolfes gesandt wurde, als man seine Identität herausfand. Warum? Dachte man, dass es noch mehr davon geben könnte? In dieser Zeit war die Familie eines Werwolfes in sehr großer Gefahr. Viele dachten, dass Flüche an die Blutverwandtschaft weitergegeben wurden. Sonst noch etwas? Ich glaube nicht. Außer, kann ich mir vielleicht das Verlies ansehen? Mit dem größten Vergnügen. Geil. Ich habe jetzt schon gedacht, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da reinkommen, bla bla bla. Ah, der ist ja lieb. Ja, der hat irgendwas vor im Verlies mit uns. Oh Gott, bitte nicht. Der zeigt Leuten gern sein Verlies.
Das Verlies ist noch in dem Zustand der letzten Benutzung. Wir führen hier auch Touristen durch, gelegentlich. Geht's Ihnen nicht gut, Miss? Es geht. Hier drin bekomme ich echte Platzangst. Also wissen Sie, sonst ist das Verlies verschlossen, damit keine Kinder reinkommen. Ich lasse es offen, damit Sie kommen und gehen können. Das würden Sie tun? Ja. Haben Sie vielen Dank. Immer. Wirklich gern geschehen. Wiedersehen und viel Glück. Jetzt schließt er hinterher. Wiedersehen. Ja, jetzt schließt er ab. Gewohnheiten. Oh, was zieht denn die für ein Gesicht? Ich finde es nicht gut drin. Speicher nochmal ab, bevor wir da unten verrecken. Ist Sierra, ich habe Angst, dass man überall sterben kann. Sieht aber für ein Verlies echt gemütlich aus. Freiheit. Man kann die Kirche sehen. Er hat um eine letzte Beichte gebeten. Hier. Clownspuren. Mhm. Oh, Clownspuren. 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 Das ist die Kirche. Diese Schminke hängt noch dran. Das ist die Kirche. Und so, ja, die Kirche. Und so rotes, buschiges Haar. Das heißt, in der Kirche kriegt man weitere Infos, oder was? Ja, wahrscheinlich. Und dazu musst du hier runter und sich das angucken. Na, egal. Da hinten an der Wand war auch noch was, gell? Ja, ich guck gleich. Merk's dir mal. Erstmal schlafen. Hat die irgendwie so Psychic-Fähigkeiten oder was? Ja, scheinbar, ne? Das letzte Mal wurde es doch nicht vom Werwolf benutzt. Von Ralik hat hier geschlafen. Das ist jetzt so die Kuhle, wo er sich reingelegt hat. Hat er nicht gesagt, ein Tagelöhner und dann irgendwas Baron von Ralik? Ja, ja. Baron von Ralik. Tagelöhner. Seh, was denn? Ach nee, das war hier noch. Hier ist wohl nichts mehr. Ja, warte mal. Vielleicht war da jetzt noch was. Oder ist das immer das Gleiche? Ich glaube. Okay. Ich hab gedacht, weil du unten geklickt hast. Du kannst nach links und nach... Geh nochmal zurück. Und klick jetzt mal nach unten. Okay. Ja. Da genau. Ich gedacht, da hängt ein Mantel oder so. Ja, ne? Ist aber nichts. Ist links noch was? Hier ist nichts mehr. Also war das tatsächlich nur für die Kirche? Vielleicht. Gucken wir mal an die Blumen da unten, ob da jetzt was ist oder so. Vielleicht muss man später das Herz da rausschmeißen und es landet dann in dem Blumen. Ich frage mich, was für Blumen das sind. Keine Ahnung. Da müsste doch dann demzufolge hier das Fenster sein. Das sah so weit weg aus, mhm, gell? Aber die Kirche steht direkt davor, also ein bisschen komisch. Also eigentlich hätte es die Sicht komplett versperren müssen und er hätte nur ein Stück der Wand sehen dürfen. Ja, es ist ein bisschen komisch. Naja, ja, komm, geh wieder zurück. Theoretisch müsste das Ding underground sein und müsste von uns aus gesehen. Mm. Weil du hast ja die Kirche auch von vorne gesehen, glaube ich. Ah, jetzt reden wir mal. Ja. Hallo. Grüß Gott. Hat die Kirche Papiere von 1750? Wie bitte? Papiere. Geschichte von 1750. Guten Morgen, Bronco. Oh Mist, wie erkläre ich ihm das? Sprechen Sie Englisch? Nein, ich spreche leider kein Englisch. Alles klar. Danke. Bitteschön. Guck mal, ob jetzt die alte... Ich glaube nicht, dass Ihnen das interessiert. Und probier die anderen Dokumente mal. Ich glaube nicht, dass Ihnen das interessiert. Ich glaube nicht, dass... Vielleicht können wir jemanden als Übersetzer mitnehmen, zum Beispiel der alte Huber, der ja Englisch kann, also der spricht ja nicht mal Deutsch. Der spricht ja Hochdeutsch, der Huber. Ich weiß nicht, ob du beim letzten Mal zugeschaut hast, Bronco, aber normalerweise reden die in dem Spiel ja Englisch und Deutsch und hier ist es Deutsch und Bayerisch. Das ist das Geile daran. Das ist saugut. Ja, vielleicht kannst du Huber mitnehmen.
Herr Huber? Ja? Jo. Wissen Sie etwas über König Ludwig II.? Natürlich, ein jeder hier kennt Ludwig. Er war der letzte wahre König, It's der cool, Bayern ja, regierte. Steffen de Milka-Werbung. Warum denken Sie, hängt sein Bild hier auf? Oder den das Artikel ist der von der Milka-Werbung. It's cool, wissen Sie, man. Was das ist? Er ist Bestimmt. Ein Artikel aus einer Münchner Zeitung vom Tag, nachdem der König gestorben ist. Mein Urgroßvater hat ihn aufgehoben und es wurde zum Erbstück für jeden ersten Sohn. Das denken die Bayern von ihrem Ludwig. Was wird aufgehoben? Das Bild und der Artikel. Sprich noch mal an. Eventuell können wir das Bild mitnehmen und das dem in der Kirche geben. Wie war Ludwig so? Warum wird er so verehrt? Oh, er war ein Genie. Er hat einen großen Geist. Er baute Schlösser, das tat er. Und so war es bis zu dem Tag, an dem sie ihn umbrachten. Wer tötete ihn? Sie, die Politiker, behaupteten, er war wahnsinnig. Sie haben sogar einen Arzt dazu überredet, die Papiere zu unterschreiben. Die CDU war's. Was glauben Sie? Einfach umgebracht. Sie sagten, es wäre Selbstmord gewesen, aber ich glaube das nicht. Nach alter Tradition. Es war Mord. Noch ein Stück Nille-Käse auf die Stirn. Tradition. So ist es in Bayern. Danke. Bitte. Bitte. Jetzt gehen wir an den Artikel rechts. Ich möchte hier niemanden stören. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Ah, ich habe gedacht, vielleicht können wir es mitnehmen und dem in der Kirche zeigen. Ludwig der Zweite. Sieht aus, als wäre er 30 gewesen, als das Bild gemalt wurde. Sieht eher aus wie ein Foto. Das ist doch der in Jung. Warum ist denn der Ludwig so irrelevant? Ach, wir hätten ihm noch den Brief zeigen können. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Ich glaube, das geht gar nicht, dass du ihm Sachen zeigst. Hallo nochmal. Ich hatte einen Gedanken da unten im Verlies. Ja? Sie sagten, dass Baron von Rallig die letzte Beichte erlaubt wurde? Ich vermute, der Beichtvater war der Pfarrer von St. Georg? Ich vermute es, ja. Könnte es da Aufzeichnungen dieser Beichte geben? Vielleicht erfahren wir mehr über den Baron. Gute Idee, junge Dame. Allerdings sind diese Aufzeichnungen auf Deutsch und Pater Getz spricht kein Englisch. Denken Sie, dass er Sie am Schattenjäger helfen könnte? Weiß nicht. Baron von Rattisch, ganz genau. Könnte jedenfalls nicht schaden. Der geile Bock. Gut. Ich gebe Ihnen ein Schreiben. Sie geben es Pater Getz und er wird sehen, ob Super. Es Aufzeichnungen gibt. Wenn ja, dann kommen Sie wieder zurück mal, zu mir Bibi. Und ich helfe Ihnen bei der Übersetzung. Du dringend Bibi. Okay. Du speicherst das wäre noch großartig. Komm dann auch zum Vielen, Fahrrad vielen gehen. Dank. Gern doch. Sie haben mich auch neugierig gemacht, wissen Sie? Creepy Türquietschen. Speichern. Was steht denn da? Notiz von Bürgermeister Habermas an Pater Getz. Bitte geben Sie der jungen Dame alle Akten, die wir über Baron von Rallig haben. Die Daten sind von 1750. Ich werde Ihnen die Akten persönlich zurückgeben. Bla 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 bla. Ich glaube, wir warten jetzt einfach mal kurz, bis der Renten wieder vom Klo ist. Die haben doch das Rätsel im ersten Kapitel 100 pro mit Absicht so blöd gemacht mit dem Tonband, damit das Leute, die sich von der Videothek ausleihen, nicht sofort am ersten Wochenende durchspielen, oder? Das war doch bestimmt so eine Geschichte. Weil jetzt ist das Spiel halt wieder logisch, weißt du? Und das hat mich so genervt im ersten Kapitel. Ich war da so abgefuckt von dem Scheiß. Ich warte noch auf dich. Hab's. Danke. Entschuldigen Sie bitte. Ja?
Das hier ist von Herrn Habermas. Von und zu Habsucht. Einen Moment bitte. Ich muss mich setzen. Das ist mir zu viel. Ich muss mich setzen. Das ist für Sie. Dankeschön. Hat er dir das schon bereitgelegt, ne? Kann ich mir das nochmal angucken vorher? Pater Getz gab mir diese Unterlagen, aber ich werde Hilfe beim Übersetzen brauchen. Ja, ist ja alles auf Deutsch, ne? Gehen wir erstmal zu dem Kerl wieder vom Rathaus. Rathaus, ja. Oder halt eben zum. Boah. Hallo nochmal. Brauchen Sie noch etwas? Vater Abraham ist es. Ich habe die Kirchenbücher. Exzellent. Zeigen Sie her. Das ist der bayerische Amisch. Mhm. Was ist das? Das auf Englisch. Von einem Anwalt aus Buenos Aires. Mhm. Adressiert an die St. Georgskirche 1764. Was steht drin? Eine Bitte um Informationen über den Tod eines Baron Klaus von Ralik. Adressiert für die Familie. Ich vermute, dass ihn jemand beantwortet hat. Sehr interessant. Was? Da ist ein Siegel. Auf dem Umschlag. Es ist blau. Oh, es ist ein gleich. Wolf. Was? Hat sich ein Wolf gerieben. Okay. Die letzte Beichte. Von Ralik trug den schwarzen Wolf im Familienwappen, um damit ihr großes Können bei der Jagd zu symbolisieren. Aber er war ja auch ein schwarzer Wolf. Klaus von Ralik sagte, dass er es mit dem Wappen wahrscheinlich zu genau genommen hat. Seine Freunde nannten ihn den schwarzen Wolf. Aber so steht in der Beichte, dass man mir wegen seines Stolzes und weil er seine Bauern und Frauen sehr schlecht behandelte, er war sehr gefürchtet. Der Baron beichtete, dass sein sündhaftes Leben den Fluch des Werwolfes über ihn brachte. Ah, hören sich das an. Eines Tages kamen Zigeuner aus Ungarn und lagerten in Alfing. Er begehrte eine ihrer schönen jungen Frauen. Er ließ sie mit Gewalt ins Schloss bringen und dort... Vergewaltigte er sie. Ja. Danach wollte er sie gehen lassen. Doch sie kam ihm zuvor und tötete sich. Am nächsten Tag verflucht ihn eine alte Zigeunerfrau. Sein Körper solle die Form annehmen, die sein Herz zeigte, in seinen üblen Taten und seinen Namen. Da wurde er zum Alpha-Wolf, ne? Ja. Bald darauf begann der Fluch zu wirken. Klaus von Ralik veränderte sich. Nachts jagte er als Wolf, tötete und fraß Menschenfleisch. Er flehte um Vergebung Gottes für Frau und Sohn. Ach, der hatte Kinder. Er würde seine Bestrafung ertragen, wenn nur damit seine Sünden bezahlt seien und seine Familie verschont würde. Hm. Das ist alles, was hier steht. Wow. Wow. Danke. Danke. Ich bringe das Pater Getz von Ihnen. Also er hatte Kinder. Danke. Viel Glück, junge Dame. Es wird ja weiter vererbt. Ihnen und Ihren Schattenjäger. Ja, wahrscheinlich, aber wird es vererbt, wenn es das Kind schon gibt? Ich weiß ja nicht, vielleicht gab es das Kind da noch nicht, als er verflucht wurde. Speicher mal. Ach Gott. Willst du einen neuen Speicher machen? Ajo.